Und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben das Problem, dass uns unser, also wir sind in der letzten Aufnahme raus und da gab es kurz irgendwie Stress. Und wir haben jetzt das Problem, wenn wir in die Diplomatie schauen, dass wir wieder im Krieg mit dem geschätzten Kollegen Hugo sind und der uns jetzt hier auch unsere ganzen Schiffe gerade auseinanderballert, was gar nicht mal so schön ist. Das heißt, ich werde jetzt meine gesamte Kriegsflotte, die ich hier schon vor Anker liegen habe, werde ich mal losschicken und hier anfangen, irgendeine Insel von ihm einzunehmen, glaube ich. Ja, mein erstes Schiff ist gerade auch gesunken. Und ich glaube, wir bauen dann vor allem auch noch mal ein paar Kriegsschiffe. Ich habe ja letztes Mal noch moniert, dass ich eh gerne eigentlich eine neue, dass ich gerne eigentlich noch mal eine weitere Insel einnehmen würde. Okay, hier sind Seeminen oder was? Nee, das war nur ein Segelbefehl. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, wir versuchen mal mit unseren Schlachtkreuzern fortzufahren. Mit unseren Linienschiffen fortzufahren. Was bist du hier? Bist du ein Handelsschiff von mir? Nein. Schiff unter Beschuss. Weil das ist halt echt super nervig und wir müssen dem jetzt irgendwie hier mal ein bisschen Insel abluchsen und so. Wollte ich ja Ja, so eine sowieso. Hauptinsel macht mir hier gerade sehr, sehr zu schaffen. Also ich hatte gerade schon wieder fast ein Vollkühlschiff irgendwie verloren durch seine Flammenwerfertürme. Das ist alles irgendwie sehr, sehr lästig gerade. Alter, wenn er den Scheiß nicht halt so hart befestigt hätte, ne? Ja, das ist echt das Problem. So. Noch mal ein paar Schlachtkreuzer auf Halde, bitte. Wir segeln jetzt erstmal mit unseren Fregatten los. Hoffen, dass wir hier schon mal ein paar von den Seeminen ausschalten können. Und unsere Schlachtkreuzer ist das, worauf wir vor allem aufpassen wollen. Ich habe jetzt gerade mal mit dem Bombardement seiner Hauptinsel begonnen. Das geht mir gerade alles ziemlich hart auf den Sack sonst, weil die schießt mir ja alles klump und klein sonst mit ihren ganzen Geschützen hier. Da geht schon die erste Seemine direkt hoch. Ja. Das waren auf jeden Fall schon mal die beiden Fregatten. Welche Insel hast du gerade unter Beschuss genommen? Harmony. Na, ich bin gerade an Equality dran. Alter. Das ist ja echt unnormal. Diese Seeminen sind grauenvoll, oder? Ja, und der Flammenwerfer-Turret hier unten, der ist auch die Hölle. Naja, gut, den musst du halt mit überlegener Reichweite halt kontern. Ja, den targete ich jetzt vor allem gerade erstmal raus. Ja, da würde mich gerade so langsam an seine Insel ran, aber ich fress natürlich auch Seeminen, das fuck die ganze Zeit. Ja, klar. Aber noch keine Möglichkeit gefunden, die zu räumen, ehrlich gesagt. Okay, also diese Flammenwerfer-Schiffe, die sind auf jeden Fall schon ganz geil, das muss man ganz ehrlich sagen. Ein Schiff wurde zerstört. Halten mir zu wenig aus. Aber ich habe jetzt ehrlicherweise auch schon wieder meine komplette Kriegsflotte eigentlich verloren bei dem Versuch hier. Also das hätten wir wieder irgendwie im Tandem machen müssen. Ich habe insgesamt jetzt schon 5 Schlachtkreuzer verloren, 6, 7. Ich werde noch 2 rauskriegen, der Rest wird sinken. 8 Schlachtkreuzer gesunken. Krass. Bei mir geht's. Ich habe halt meine Holzschiffe vorgeschickt, um die ganzen Seeminen mitzunehmen. Ich habe keine Holzschiffe mehr. Ja, okay. Ich habe halt nur noch. Ja, die Himmelsbote ist gesunken, ich weiß. So, Ein jetzt Schiff müssen wir wurde hier noch den zerstört. Kontor platt machen. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Du existierst. Na, mal gucken. Ich glaube, es ist nur noch der Kontor, der hier gerade schießt. Hier wird jetzt nochmal ein Schlachtkreuzer leider natürlich vor die Hunde gehen. Ein Schiff wurde zerstört. Ist natürlich ärgerlich, aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir den Kontor noch wegbekommen. Und ich weiß gar nicht, was dann hier sonst noch steht gerade. Also,
Weil ich glaube, der Kontor ist das halt irgendwie, was hier gerade, also das Einzige, was hier gerade noch Schaden drückt. Ansonsten waren es halt 4 Turrets hier. Das ist noch eine Flakstellung. Die kann ich beschießen. Die wird halt nur meine Luftschiffe angreifen, die ich nicht habe. Na komm, mach den Kontor platt jetzt hier. Soll das denn? Kontor ist down. Dann machen wir jetzt hier noch die Flakstellung weg. Ach, hier unten ist noch eine dicke Bertha. Um Gottes Willen, die Dinger sind ja absolut Albtraum. Ja, die machen ehrlicherweise echt gut Bums. Die sind heftig, ja. Da ist ein Schlachtkreuzer von unserem Hugo. Wie viele Lebenspunkte hat denn das Ding bitte? Bitte nicht noch eine Seemine reinfahren. Ansonsten war das hier ein teurer Spaß. Alter, diese dicke Bertha, die sind ja echt heftig. Die nimmt mir gerade im Alleingang hier noch zig Schiffe auseinander. Naja. Die Dinger sind heftig. Okay. Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ihre Insel wird angegriffen. Glaube ich nicht. Ich denke, da wird eher die... So, hier, Final. Er wird eher seine Fregatte sinken, wie es aussieht. Paragonetz 2 hat an Attraktivität verloren. Das ist natürlich tragisch. Wo geistert denn der Zeppelin von Hugo Mercier rum, den ich hier ganz gerne noch abschießen wollte? Okay. Ja, jetzt habe ich hier die Insel gut in der Zange. Also hier ist nichts mehr, was mir Schaden drückt, aber meine Schiffe sind halt auch kaum noch am Leben. Ach, warum kämpft denn mein Flaggschiff hier noch nicht mit? Das wüsste ich mal gerne. So, das war das. Was ist hier? Noch eine Flakstellung, die wir kalt machen müssen. Neue Lieferung. Okay. Schiff vom Stapel gelaufen. Okay, wir haben nochmal ein Linienschiff gebaut, das ist sehr gut. Dann komm mal hier runter. Gib mir hier mal noch Feuersupport, bitte. Ach, ganz ehrlich, ich schmeiß das hier eben über Bord. Wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Ja, also ich weiß nicht, ich kann die Hauptinsel hier von ihm nicht sinnvoll einnehmen, so. Ich habe zwar einiges an Türmen zerstört bekommen, aber ich krieg die Seemine einfach nicht weggeklärt. Ja, dann müssen wir da nochmal zusammen rein. Naja, gut zugegeben, 4 von 5 Anteilen von der Insel gehören mir mittlerweile auch. Ich könnte ja halt auch demnächst irgendwann halt ihn wegkaufen. Hm. Klingt doch auch super. Okay, hier können wir gerade mal einen Schlachtkreuzer noch ausschalten. Ja, ich habe da mal gerade ein bisschen blaues Feuer drauf gelassen. Ah ja, oh geil. Hier kommt gerade halt noch ein dicker Schlachtkreuzer von ihm, den mache ich jetzt auch noch platt. Und wenn ich hier hier Harmony weg habe, das ist halt auf jeden Fall, da ist richtig viel Stahlproduktion und so drauf. Also das wird ihm auf jeden Fall auch gut auf die Nerven gehen. Mach was. Haben wir keine Nähmaschinen mehr? Was zum Geier, Alter. Ja, ich weiß, dass ein Schiff zerstört wurde. Vielen Dank. Kann man hier gerade noch irgendwo Schlachtkreuzer kaufen? Hier sind alles Öltanker, ne? Frachtschiff. Ich
Okay, aber ehrlich, Reserven, alles im Eimer hier, Alter. Was zum Geier? Frachtschiff kaufen wir aber trotzdem mal eben. So, ich glaube, ich baue auch gerade noch mal eine Anlegestelle. Weil... Okay, super, wir haben einen Logistiker bekommen. Das ist ganz cool. Der hilft uns für Luftschiff-Ankerplätze. Das ist gar nicht schlecht. Die bitte sich wohl zurück einnehmen. Da kann ich nicht viel dran ändern. Fuck, was macht denn da mein... Och, komm schon, ja, mein Monitor hat sich ja gerade selber versenkt. Geil. Jautsch. Wenn wir jetzt hier den Logistiker reinsetzen. Okay, jetzt wird das davon betroffen, das ist gut. Dann machen wir das einfach so. Kann ich vielleicht zumindest sein Schiff abschießen? Ja, das geht. Okay, gut. Dann kann ich zumindest mal seinen Zeppelin versenken. Ich hätte selber mal irgendwie so ein paar Seeminen oder andere Abwurfbomben oder sowas herstellen sollen. Ja, ich glaube, du kannst auch Zeppeline bauen, die dann Brandbomben abwerfen. Das ist so ja, gegen genau. Inselbefestigung auch mega brutal. Was muss ich denn hier noch angreifen? Soll ich jetzt hier anfangen, die Fischereien platt zu machen oder was? I don't get it. Warum ist das Linienschiff hier nicht runtergefahren? Muss ich das verstehen? Oh wow, ihr seid gerade nochmal schön durch eine Seemine durchgefahren. I love it! Okay, ja, einfach Gebäude einreißen. Krass. War doch nicht so nah daran. Was ist denn dein scheiß Problem, Mann? Achso, ich wollte noch eine Anlegestelle bauen, ich erinnere mich. Eine Segelschiffwerft wollte ich bauen, keine Anlegestelle. Warum können die denn manchmal nicht auf Maximaldistanz angreifen? Leichter gesagt als getan mit der Segelschiffwerft. Okay, die können wir aber hier noch bauen. Ist doch okay. Sie haben an Einfluss gewonnen. Bauen wir nochmal ein paar Schiffe. Ja, und du hast auch mein letzter Schlachtkreuzer den Bach runtergegangen. Uah. Es waren 9 Stück jetzt seit Beginn der Folge. Geht das nur mir so oder sind diese Insel-Dinger manchmal einfach ein bisschen overpowered? Ja, die sind auf jeden Fall schon sehr stark. Also vor allem die befestigen die natürlich auch wirklich krass so, aber ich find's auch schon doll. So, können wir jetzt hier bitte mal diese verdammte Insel platt machen? Komm. Dein Schiff wurde zerstört. Was? Ach, du bist auch direkt durch. Wow, mein frisch gebautes Linienschiff ist direkt durch eine Seemine durchgeballert. Ist direkt draufgegangen. Na komm, die Insel, die du gerade angreifst, hat auf der anderen Seite noch Verteidigung, deswegen kriegst du die nicht gedrückt. Ja, aber hiermit komme ich ja durch. Aber ja, stimmt. Ach, hier unten ist noch Verteidigung. I see. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Ja, so war der Plan. So, wofür brauche ich jetzt diese Palastflügel? Die bauen einfach deine Attraktivität auf der Insel weiter aus und das wiederum schafft halt weitere Attraktivität auf deiner Insel. Verstehe. Stillgestanden, der Admiral.
soll ich denn jetzt noch drauf? Also ich muss jetzt einmal rum. Okay, hier ist noch eine Feuerwache, auf die ich draufhalten kann. I see. Aber die ist noch näher dran. Machen wir erstmal die Feuerwache hier. Palat. Palat, Palat. Hier ist noch eine Schule. Das sind doch eh überall Seemin. Ich sehe das doch schon wieder. So. Wie schaut das denn jetzt hier eigentlich mit Seife aus? Haben wir jetzt hier endlich mal eine Überproduktion an Seife? Scheint so. Langsam, aber sicher. Beschuss. Kampfdeck bereit machen. Okay. Hier unten ist noch eine Fregatte von ihm. Die versuche ich mal aufs Korn zu nehmen. Jetzt muss ich ja einmal um die ganze Insel rumtuckern, um nochmal weiter Gebäude von ihm aufs Korn zu nehmen, oder was? Wie nervig ist das denn? Alter, dein Vollkühlschiff geht da gerade dem Flammenwerfer vor dir. Ja, was soll ich tun? Also ich kann nicht alle Schiffe micromanagen und so, weißt du? Ja, ja, nee, ist schon klar. Deswegen will ich ihm die Insel ja wegnehmen, nicht? Also... Da war noch eine Seemine, I love it! Ein Schiff wurde zerstört. Da waren noch zwei Seeminen. Hat der um seine ganze Insel rum Seeminen gelegt, oder was? Also der Angriff auf Harmony, der hat aufgehört, ne? Also du musst jetzt in 2 Minuten 30 mehr Schaden machen oder er hat gewonnen, ne? Ja, ich weiß. Du musst um die Insel rum und die restliche Verteidigungsstellung da kaputt ich machen. Ich schipper da gerade schon runter. Ich hoffe, ich bin schnell genug da. Meine Schiffe sind halt irgendwie auch wirklich unmotiviert, sich gerade zu bewegen. Ja, schön, da war gerade nochmal ein Schlachtkreuzer. Schlachtkreuzer bereit. Also ich werde hier nichts reißen, befürchte ich. Also ich ziehe mich jetzt wieder zurück. Ich habe mehrere Handelsschiffe schon verloren, was auch schon wieder scheiße ist. Und halt meine komplette Kriegsflotte. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Inselbefestigungen beikommen soll. Da geht das nächste Vollkühlschiff vor die Hunde. Okay, aber ich werde hier weiter angreifen können, bevor der Countdown durch ist. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. So, komm jetzt hier Feuer. Bam. Schiff unter Beschuss. Alter, da war erstmal noch eine fette Seemine, wo ich gerade reingefahren bin. Oh, wie mies, der Kanonenturm da hinten hat einfach mehr Reichweite als ich. Scheiße. Okay, die fortschrittliche Rumbrennerei braucht aber Elektrizität, alles klar. Okay. Können wir aus der Distanz erstmal hier die eine Fischerei rausnehmen, in der Hoffnung, dass dann die Inselmoral weiter zusammenbricht? Nein, können wir nicht. Weil der Kanonenturm von da unten feuert. Gut, dann müssen wir an den Kanonenturm ranfahren. Hilft nix. Ernsthaft, man kann dann nur eine Rumproduktion bauen, dann mit dieser bahnbrechenden Deckung jeweils? Das ist doch irgendwie lästig. Ein Schiff wurde zerstört. Ja, ich habe verstanden, dass ein Schiff zerstört wurde. Vielen Dank. Was soll ich denn tun? So, jetzt hier noch bitte den Kanonenturm rausnehmen. Es wird Zeit. Jetzt weiß ich auch, was hier die ganze Zeit schief läuft. Natürlich richtig kacke.
wurde zerstört. Bruder! Ach, du brauchst eine Anbindung zum Hafen. Oh nee. Vom Stapel gelaufen. Okay, sehr gut. Ich brauch dich hier unten, Schätzelein. Full Throttle. Vollgas. Schalten Sie den Strom ein. Wir haben echt keinen Strom mehr gerade. Oh mein Gott, okay. Ja, Tanker bereit. Kommt, ihr müsst weiter mit eurer Route fahren. Wir brauchen dringend Strom. Und dann werde ich jetzt hier das eine Kraftwerk mal pausieren, das hier oben, weil wir müssen dringend Strom haben, um weitere Kriegsschiffe bauen zu können. Okay, kriegen wir hier diesen scheiß Kanonenturm weg mit dem Schlachtkreuzer noch? Wäre es das? Wäre das möglich? Inselmoral ist bei 37%. Wann gibt der denn endlich auf? Kapitulationswahrscheinlichkeit wahrscheinlich. Ja, dann hau rein jetzt. Jetzt kommt's drauf an. Bam. War das aber echt auch mit dem letzten Schiff, was ich hier irgendwie gerade schaffe? Also. Nein. Oh. Alles Schöne und Gute zerfällt zu Staub. Nein. Die Inselmoral ist bei 36%. Come on. Mein Schiff wurde zerstört. Alter. Ja, auf mancher meiner Routen gibt es ein kleines Problem. Ach, meinst du? Wie kann das denn nur sein? Schiff unter Beschuss. Ich habe jetzt nochmal ein Linienschiff fertiggestellt. Ich habe tatsächlich wieder angefangen, Segelschiffe zu bauen, weil ich einfach mit der Produktion von Kriegsdampfschiffen nicht hinterherkomme. Das schicke ich dir jetzt einmal runter, in der Hoffnung, dass ich damit vielleicht noch irgendwas erreichen kann. Schiff unter Beschuss. Ich hoffe einfach, dass der mir jetzt meine Öltanker nicht auch noch hops nimmt. Das wäre halt richtig bitter. Ja, ich habe mittlerweile 4 Schiffe verloren auf Handelsrouten. Ich kann die auch nicht sinnvoll ersetzen, weil die fahren ja immer nur wieder an das Feuer rein. Ich kann nicht alle meine Handelsrouten plötzlich umstellen. Ja. Na komm. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem. Ja, schön, endlich ein weiteres Wohnhaus. Das ist mir gerade so egal. So, ich habe jetzt. Es kann sein, dass du mich gleich ein bisschen finanziell unterstützen musst, dann würde ich nämlich seine Hauptinsel einmal aufkaufen können. Ja, ich habe 22 Millionen rumliegen, das ist nicht das Problem. Dann hätte das nämlich endlich ein Ende. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Wo wird ein Hafen angegriffen? Ich lotse sie von hier bis zum. Ja, ne, schon mal gar nicht, ey. Okay, wir brauchen jetzt 10 Kanonen. Stelle. Machen wir. Ach Junge, die Insel ist bei 33%. Jetzt kapituliere auch endlich, du Spasti, ey. Adolf, du kleine Nazi-Sau, kapituliere doch endlich. Wo ist mein eines Linienschiff, was ich noch gebaut habe? Das frage ich mich allerdings gerade auch. Da ist auch noch ein Linienschiff. Ja, hier. Das ist noch keine 3 Meter weit gekommen, weil es gegen den Wind segeln muss. Geil. Segel setzen. Achso, jetzt haben wir hier natürlich wieder Streiks, weil ich hier so heftig zensiere. Das finden die ja immer so richtig hart unlustig. Du hattest noch eine Kartoffelfruchtbarkeit für mich, genau. 32% Inselwiderstand. Das Linienschiff ist schon gerade fast auf dem Weg zerlegt worden, wahrscheinlich durch irgendeine verkackte Mine oder so. So, haben wir jetzt wenigstens wieder Strom hier oben in meiner Hauptsiedlung. Ich kümmere mich natürlich gerade auch um gar nichts. Ja, also bei mir geht halt auch gerade, wie gesagt, alles vor die Hunde, weil halt irgendwie bereits mehrere Schiffe halt versenkt wurden, die irgendwelche Waren von irgendwo nach irgendwo geliefert haben. Wir geben unser Bestes.
Dann sockel du meine Kartoffelfruchtbarkeit bitte. Okay, Dankeschön. Gut, wir haben jetzt hier auch nochmal Kanonen. Ist doch super, das heißt, ich kann meine Kanonentürme hier ausbauen, die ich bauen wollte. Sehr gut, also da einen hin. Dann bauen wir hier noch einen hin. Und hier auch noch einen hin. So. Läuft da schon der Countdown? Nein. Was hat denn hier eigentlich gefeuert? Ist hier noch irgendwas, was feuern kann? Eigentlich nicht. Außer dem Flammenwerfer-Turret und der hat eigentlich nicht die notwendige Reichweite. Ja, denkst du. Tja, denke ich. So ist es. Schiff unter Beschuss. Flotte erwartet Befehl. Was feuert hier? Ein Schiff wurde zerstört. Okay. Was auch immer hier feuert, das hat mein Linienschiff, mein Flaggschiff gerade zerlegt. Sie haben Ihr Flaggschiff. Ja, Sir Archibald, kauf mir mal ein neues Flaggschiff gerne. Nun, ich werde sehen, ob ich ja. Bitte, danke. Gib mir das jetzt. Halte in Zukunft dein Flaggschiff über Wasser. Ja. Schiff unter Beschuss. Wir kämpfen weiter, wenn nötig. Ihr Hafen wird angegriffen. So, Sir Archibald, gib mir das jetzt. Flaggschiff steht zu Diensten. Gib mir das, ich brauche das. Ich brauche das wirklich. Es ist so. Es ist doch die Flakstellung, die hier. Nee, ach, das ist eine Geschützstellung und keine Flakstellung. Deswegen feuert die auch auf mich. Das macht ja auch Sinn. Das ist wahrscheinlich so eine kleine, oder? Ja. Deswegen dachte ich, dass das eine Flakstellung ist, aber ist es gar nicht. Naja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mit dem Flakschiff natürlich erstmal die Geschützstellung ausgeschaltet, bevor ich da auf die Fischereien draufgehauen hätte. Mmh. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Da hast du natürlich völlig recht. Einsatzbereit. Ja, aber mach dir nichts draus. 3 Millionen Gamer in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Das stimmt. Was bist du? Du bist ein Clipper, das ist gut. Du hast keine Kanonen. Das ist sehr schön. So, können wir jetzt hier bitte Inselmoral 29%. Ja. Schiff vom Stapel gelaufen. Okay, hier haben wir nochmal einen Schlachtkreuzer, sehr gut. Und runter damit. So, wenn du mir hier so einen Stunk machst, dann baue ich hier jetzt nochmal einen größeren Turm dazu. Ist doch okay. Was ist denn das nochmal? Wie kann man denn nochmal so eine dicke Bertha bauen? Da, dicke Bertha. Braucht schwere Geschütze und Fenster. Schiff unter Beschuss. Ja, insbesondere die Fenster finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht so ganz genau, was die tun. Kannst du aus der dicken Bertha rausgucken oder so? Ich weiß es nicht. Wow, okay. Hier segelt auch noch so ein unfassbar nerviger. So, was würde mich jetzt. Ich kann es noch nicht nachgucken, was mich der Erwerb kosten würde. Ah, doch, da. Kostenübernahme 9,8 Millionen. Ich habe jetzt gerade 5,5 wieder angesammelt, nachdem ich ja schon die letzte Insel da von dem Dingens gekauft hatte. 3 Minuten 20 kann ich die Hauptinsel von dem Typen aufkaufen. Wenn du dann die obere noch übernommen kriegst, dann. Ja, ich sehe dafür recht gute Chancen. Ich bin zwar jetzt auch schon eine halbe Stunde dabei, hier auf seine verdammte Insel drauf zu haken, aber die Inselmoral ist inzwischen nur noch bei 27%. Ja, ich wollte dir da eigentlich gerade helfen, aber mein Linienschiff ist natürlich wieder auf eine Seemine gelaufen. Classic. I love it. Flaggschiff erwartet Anweisung. Eine Explosion erscheint. Ja, und jetzt ist es einfach, bleibt es einfach stehen und greift gar nicht an. Okay, auch schön. Okay, es kann sich, glaube ich, praktisch nicht mehr bewegen, weil es zu schwer beschädigt ist. Ja, Fun Fact, das Schiff hat nicht einen Schuss abgegeben. Ja, ist mir gerade mit einem Linienschiff auch passiert.
Ach Gott, nein, jetzt stehst du in Reichweite von dem Flammenwerfer-Turret. Das ist natürlich räudig. Uks. Den müssen wir gleich mit dem Linienschiff ausschalten. Versuche in der neuen Welt in der Zwischenzeit mal irgendwie ein paar große Frachtzeppeline zu bauen, weil einfach, also. Ich hab die Faxen voll von Schiffen, irgendwie ist das ein Auslaufmodell. Ja. Luftfracht, das ist die Zukunft, sag ich dir. Noch schwimmen wir. So, da ist jetzt nochmal ein Geschütz, Reparatur. Nein, ich will keinen Waffenstillstand, Mann. Ich will deine verdammte Insel. Oh Gott. Finally. Insel erobert. Du musst jetzt eigentlich alle 5 kriegen, oder? Bitte sag mir, dass du alle 5 kriegst. Ja, kriegst du. Okay. Krieg ich. Oh. Gott im Himmel. Super, hier unten ist gerade noch ein verdammtes Schiff, was wir ausschalten können. Komm, hier ist noch ein Clipper gerade. Bye bye, Rip. See ya later, Alligator. Tschüss. Tschö mit Ö. Es war mir ein Fest nicht. Ja, Geleitschutzaufgabe sehe ich jetzt gerade auch nicht, Archie. Ein bisschen schwierig. Ja, super. Okay, warum produzieren wir meine Nähmaschinenfabriken nicht? Weil ihr kriegt keinen Stahl. Und ihr kriegt keinen Stahl, weil der wahrscheinlich nicht mehr hier angeliefert wird. Nehme ich einfach mal an. Ein Schiff wurde zerstört. Oh, wow. Hier unten verkauft er gerade einen Schlachtkreuzer. Halte in Zukunft dein Flaggschiff über Wasser. Ja, ich weiß. Hör damit. Ein Schiff wurde zerstört. Ginge ich vielleicht auch irgendwo in die Elendsquartiere eine Schule reingepflanzt, fragt man sich. Das ist eine Kirche, da ist eine Schule. Da habe ich gerade noch mal ein Linienschiff von ihm versenkt. Was bist du? Leicht entzündliche Mischung. Mhm. Okay. Lustig. So, ich könnte jetzt an der Insel theoretisch übernehmen. Ich bräuchte von dir halt nur irgendwie jetzt nochmal 4 Millionen. 4 Millionen. Oder 5. Ja, komm, warte. 4 Millionen kann ich dir auf jeden Fall schicken. Aktion, Geschenk. Ja, das ist ein bisschen viel. 4 Millionen, sagst du? Müssten reichen, wenn ich mich nicht richtig hart verzählt habe. 450.000, so, bitte sehr. Gut, wunderbar, dann gucken wir jetzt mal hier Übernahme. Jupp. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Maschinen laufen an! Die Insel eines Konkurrenten. Ja, ist doch super. Jetzt hast du seine Hauptinsel. Okay, jetzt sollten wir ja auch hier endlich unsere Ruhe haben, denke ich. Jetzt ist die Frage, Diplomatie, jetzt habe ich ihm seine Hauptinsel weggenommen, Beträge, Waffenstillstand, will er nicht, okay. Ich lehne nur ab, weil ich es gut mit dir meine, sweet von dir. Ich weiß deine Fürsorge zu schätzen auf jeden Fall. Oh, jetzt hat er mich gerade hier nochmal einen Schlachtkreuzer gekostet, ey. So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Routen haben dann jetzt ihre Schiffe verloren? So. Du brauchst ein dickes Schiff, das steht mal außer Frage. Du brauchst jetzt erstmal hier massig Holz. Was brauchen wir noch? Holz, 2 Ziegel. Weißt du was, ich glaube wir nehmen direkt schon mal Kanonen mit und bauen hier noch irgendwo einen Kanonenturm hin, bevor der uns hier gleich versucht die Insel wieder zurückzunehmen. So, halbe Stunde. Schiff unter Beschuss. Mein Gott. Hat doch nicht so lange gedauert oder so. Okay, hier habe ich theoretisch jetzt die Zigarrenversorgung leider verloren. Komplett.
Ihr baut mir mal hier meine Zeppeline bitte ein bisschen schneller. Ich brauch die heute noch, wenn es irgendwie geht. Die alte Welt. Du lieferst mir noch mal eine Ladung Dampfmaschinen in die neue Welt, bitte. Haben wir denn sowas überhaupt noch? Dampfmaschinen? Nö, haben wir nicht. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Routen. Kommt hier kein Eisen mehr auf der Insel an? Nee, tut es nicht. Oh Mann, das war eine richtig blöde Idee, was ich hier gerade gemacht habe, ey. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe meinen letzten verbleibenden Schlachtkreuzer noch auf eine Suizidmission geschickt, in dem Versuch, irgendwie von ihm noch zwei Schlachtkreuzer abzureißen. Aber der eine, den ich fast wegbekommen hat sich jetzt verpisst und das war es jetzt auch mit meinem. Okay, der dreht jetzt auch ab. Ja, aber natürlich nimmt er meinen noch mit. RIP. Ah, wie nervig. Ich habe hier noch einen Clipper. Ich habe noch Ihmchen hier. So, wie groß ist denn diese Insel? Also hier bauen wir unsere Stadt nochmal hin. Wie viele Routen ist denn jetzt am bedeutendsten? Okay. Machen wir mal eine Route von da nach da. Laden hier ein Bretter. Dann laden wir hier ein Ziegel. Dann laden wir hier ein, ja. Das reicht eigentlich. So. Dann bauen wir erstmal. Okay, hier gibt es leider keine Ölquellen auf der Insel. Das ist halt ein bisschen belastend, ehrlicherweise. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, I guess. Kauft irgendwer noch spannende Schiffe, ist die Frage. Hast du hier noch irgendwas zu verticken, irgendwas Vernünftiges? Du hast nur zwei Öltanker, die helfen mir nicht so richtig. So, dann bauen wir schon mal Fisch. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ziehen wir hier schön lange Straßen. Hier unten ist natürlich eine Mine, wie man es kennt. So. Was brauche ich hier für so einen Kanonenturm? Ich vor allem Holz und Stahl, okay. Good point, ehrlicherweise. So. Okay, hier war ein Linienstift drauf. Das muss hier weg. Dafür brauchen wir ein neues Schiff. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal alles an Stahl rüber auf jeden Fall. Weil das ist ja okay. So, und dann bauen wir hier vielleicht auch schon mal eine kleine eigene Holzproduktion noch auf. So, mal gucken, dass wir das möglichst intelligent machen. Für Hopfenfelder kriege ich den da wohl oben hingeknallt. Gucken wir mal.
So, hier kommt wieder unser Frachtschiff. Achso, warte mal, bei der Route wollte ich aber auch nochmal gucken, dass ich da vielleicht noch ein bisschen Stahl mit drauf setze. Dann laden wir hier auch nochmal Stahlträger ein und aus. So. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Lieferdienst Blauer Himmel. Du warst ein Hochhaus-Item, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist korrekt, ja. Hi. Ja, komm. Was ist das Problem? Sind unterwegs. Warum darfst du hier nicht handeln? Verstehe ich nicht. So, dich ausbauen, euch ausbauen, euch ausbauen, euch ausbauen. Super ist halt, dass wir hier noch mal ein paar Minen auch haben. Das ist halt ganz schön. Ja, mehr Minen sind immer gut. Ich habe mittlerweile so viel Stahlverbrauch. Ich glaube, ich habe 3 Inseln oder so voll ausgebaut irgendwie. Alle Stahlvorkommen, also Eisenvorkommen abgegrast. Ja. Verstehe ich. So. Hier hinten noch die Anschlussstraße. Dann bauen wir hier vielleicht auch noch mal eine Feuerwache. Eine hier unten, eine hier. Deckst du die komplette Stadt hier schon ab? Nee, nicht ganz, okay. So. Hey, was ist denn hier das Problem? Warum handelt denn hier nichts? Aber es ist doch so viel Handelsbedarf. Speaking of, wie war das mit diesem... Wann hast du das nochmal bekommen, dass du praktisch die 200 Insel... Naja, viel mehr Dingens noch einnehmen halt, so Inseln. Ah, und man muss Einfluss investieren. Weltweiter Effekt, der durch die Investition von Einfluss gewonnen werden kann. Bezwinger. Und du bist schon bei Weltenlenker, weil du wahrscheinlich irgendwie 1-2 Inseln komplett übernommen hast und das boostet dann halt komplett. I guess so. Also ich habe mir da nie so richtig drüber Gedanken gemacht, aber ich weiß nur, dass es mit der Einnahme von den Inseln zu tun hat. Ja. Wir wollen keinen Ärger. So ist es. Schiff vom Stapel gelaufen. So. Malerische Parkornamente, ja, das finde ich alles ganz super. Ich werde mir hier auf jeden Fall auch nochmal irgendwann ganz viel Zeit rein investieren und hier irgendwie halt einen wunderschönen Palast aufbauen. Wie war das? Arbeitskleidung stellen wir hier gar nicht mehr her, ne? Weil wir hier ja auch gar keine Bauern und irgendwas mehr haben wollen, was nicht so richtig funktioniert, weil hier unten brauchen wir eigentlich einen Markt. Das heißt, wir bauen hier mal kurz ein bisschen um. Holen euch hier oben ran. Weil da oben haben wir noch einen Markt. Gab es irgendwo auch so schönere Straßen als Ornamente? Eigentlich gab es das doch mal, oder? Ich habe keine Ahnung. Da fragst du wenig verwunderlich den Falschen. Du bist doch hier der Anno-Profi. Viel ist aber kein Anno-Profi. Vom Stapel gelaufen. Sicher der Stadt, Wasserspiele, Heißluftballon-Ornament, blühender Kirschbaum. So, hier machen wir mal überall Handwerker draus. Sehr gut. Perfekt, und jetzt können wir gucken, ob wir gleich nochmal mit ein paar Handwerkern noch mehr Ingenieure kriegen. Dafür brauchen wir mehr Konserven. Konserven ist ein Problem. Okay, das ist auch ein Problem an der Stelle hier. Sogar ein ernstes Problem. Konkurrenten wird belagert.
Okay. Dann wollen wir hier noch die Gelehrtenhäuser ausbauen. Auf jeden Fall. So, was hatte ich gerade gesagt? Okay, wir haben... Was ist das? Kautschuk. Haben wir ein Problem? Warum? Achso, wir sollten vielleicht mal unsere Routen kurz überprüfen. Bist du Kautschuk? Nein, du bist Salpeter. Kautschuk und Salpeter sieht halt einfach gefühlt praktisch gleich aus. Das ist echt nervig. Du? Okay, wir brauchen auf jeden Fall nochmal mehr... Wieder ein paar Schoner oder wir bauen am besten gleich Clipper, würde ich sagen. Zur Stelle. Moment mal. Welche Route ist das? Die Route, wo wir Zink und Dingens einkaufen und Seife verkaufen. Okay, dafür brauchen wir aber auch wirklich nur einen Schoner. Was bist du für eine Route? Da ist ein Clipper drauf, das ist auch okay. Da ist ein Tanker drauf. Kein Tanker. Quatsch. Hat sie auch auf der Soiree des Herzogs? Nein, ich war nicht auf der Soiree des Herzogs. Habe ein bisschen andere Sorgen, ihr Affen. Warum nicht, ist doch die eigentliche Frage. Warte mal, aber wir können doch hier unten auf die Route einfach... Ja, du bist tot, das habe ich mitbekommen. Können wir hier nicht einfach den... Ach, wir haben doch noch Schoner, ist doch okay. Machen wir das doch einfach so. So, jetzt laufen unsere Routen schon mal alle wieder. Sehr gut. Ich komme gerade um vor Hitze. So im Real Life? Nee, eigentlich nicht, aber... Was ist hier das Problem? Wartet auf Handel. Warum wartet auf Handel? Was ist das für ein komischer Bug? Liegt das daran, dass das hier in so einem komischen Engpass ist, oder was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch so vieles nicht. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Ich verstehe es nicht. Warum handelst du hier nicht vernünftig? Hattest du das Problem schon mal? Mit einem neutralen Hafen oder? Mit einem normalen Handelskontor. Zwischen zwei Handelskontoren. Hm. Wartet auf. Nee, Handel, Bug, Anno. Bei mir trat das Problem auch nach dem. Ja, genau, richtig. Ist bei mir auch so. Okay, Hauptkonto an einen anderen Strand verlegen. Klar, man gönnt sich ja sonst nicht. Das wäre halt super doof, weil der genau auf der falschen Seite ist. Okay, jetzt fährst du hier hin. Und wenn ich dich jetzt wieder hier hoch platziere. Drehst du dann wieder um? Oder was ist hier Phase? Okay, anscheinend hat es das behoben. Ist doch schön. Das freut mich. Ja. So, jetzt können wir mal wieder gucken, was hier Phase ist. Also, hier stellen wir fleißig Seife her. Die Frage ist, haben wir auf unserer Hauptinsel denn jetzt Seifenprobleme oder Seifenbedarf soweit gedeckt? Sehen wir nicht, weil wir produzieren ja hier gar keine Seife. Können wir uns aber anschauen, indem wir hier einfach mal reingucken. Sieht gut aus, nimmt zu. Sehr gut. Kann man irgendwie die Effektivität von Holzverhütten steigern? Nee, ne? Effektivität von Holz... Ja, doch, gibt es. Du kannst sogar... Es gibt so ein crazy Ring-Layout, dass du halt mega viele davon bauen kannst. Ich weiß aber nicht, welche Items man dafür genau braucht. So, hatten wir nicht gerade noch ein Kanonenboot, was hier nichts machte?
glaube, die Produktion von Holz und die, das Jagen von Fellen ist so das Erste, was ich jetzt als nächstes mal, glaube ich, irgendwie aus von meiner Hauptinsel auch weg verlagern werde. Es geht mir nämlich irgendwie alles hier auf den Sack. Verstehe ich, ja. Okay, also es mangelt hier auf meiner Hauptinsel ganz entschieden an Eisen. Das ist irgendwie nicht so geil. Ich weiß nämlich nicht, wieso das der Fall ist. Das weiß ich natürlich auch nicht. So, hier sammeln wir Arbeitskleidung ein. Die Reichweite vom Palast wird größer, wenn du mehr von den Palastelementen baust, nehme ich an, ne? Ja. Boah, kann man nicht einfach Routen filtern? Kann man sich nicht einfach anzeigen lassen, genau anzeigen lassen, welche Routen... Okay. Die Route hier unten, die löschen wir. Das ist nur Wurst und Seife, die wir rüber schaffen. Dafür nehmen wir die hier, packen hier noch Wurst und Seife hinzu. Ah, fuck. Gleich mal irgendwie 16 Palastflügel abgerissen. Richtig geil. Gut gemacht, Freddy. Und Seife. Dann nehmen wir das Schiff hier weg und packen hier stattdessen noch einen Schluckspecht drauf. Das Schiff heißt so. Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Gut. So, und jetzt nehmen wir... Mal gucken, was haben wir hier denn überhaupt für Fruchtbarkeiten drauf? Also wir haben hier nochmal Kumpf und Steinkohle. Okay. Das ist ja an sich cool. Okay, dafür brauchen wir Arbeiter. Das ist natürlich ungünstig. Machen wir die jetzt als Selbstversorger, die Insel hier, oder? Ja, ich glaube, wir machen das hier eben, bauen hier eben noch ein bisschen Arbeitskleidung aus. Eins, zwei, drei. Einmal so. Kopieren wir uns hier das einmal. Passt hier auch ganz phänomenal hin. Bauen hier ein Lagerhaus. So, dann können wir hier auch gleich Arbeiter unterstützen. Ist doch super. Arbeit unterstützen finde ich immer gut. Zurück an die Maschinen. Dachte ich mir nämlich. Wie viele Palastelemente hast du so? Stand jetzt. Muss ich das nachgucken? Moment. Wir sind völlig unterbesetzt. Schauen wir doch mal eben kurz nach auf unserer Hauptinsel. Stand jetzt habe ich 46. Ne, 43. Aber man kann, glaube ich, bis zu 80 insgesamt bauen oder so. Also das Ding ist, wird riesig. Und das bringt mich auch ehrlicherweise an ein kleines Problem, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich hier noch mehr... Also ich muss jetzt hier gerade hässlich bauen, weil alles Weitere macht halt irgendwie keinen Sinn. Ich habe bisher irgendwie noch versucht, ästhetisch zu bauen, aber die Insel ist einfach zu klein dafür, also... Okay. Jetzt wollte ich auch nochmal kurz. Also 30% weniger Nachfrage nach allen Lebensmitteln halte ich für sinnvoll. Wobei, das sind nur Lebensmittel. Naja, okay, lassen wir trotzdem. Ja, so. Aber allein die Schokoproduktion ist halt schon super entspannend, wenn du durch den Himmel cool, geht mir ja nicht auf den Sack. Zusatzwaren aus der Schwerindustrie. Stahlträger, Stahl, Kohle, Kanonen, schwere Geschütze.
Alle Schwerindustrien in Reichweite angeschlossener Handelskammer. Ne, das ist halt echt mega gut. Es wäre irgendwie schön, wenn man alle Ornamente irgendwo geschlossen aufgelistet hätte. Es geht mir tierisch auf den Sack, dass ich da irgendwie immer zwischen 24 verschiedenen Menüs umschalten muss. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich. Schiff unter Beschuss, warum? Achso, ja, wir haben ja jetzt natürlich, wir müssen auf jeden Fall unsere Öltanker wieder beschützen, jetzt wo wir wieder Beef mit dem Kollegen haben. Schlachtkreuzer. So, das können wir schon mal beschützen, auf jeden Fall. Sehr gut. So, ich habe meinen Palastlayout irgendwie grob erstmal fertig. Jetzt muss ich das halt gleich irgendwie nur noch schön mit Leben füllen, Springbrunnen und sonstige Ficke, und dann ist also irgendwie hier auch. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Arthur Gasparov und Hugo Mercier befinden sich nun im Krieg. Das ist natürlich so tragisch. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall auch nochmal gucken, dass wir ein paar mehr... Hä? Jetzt komplett irritiert. Ich dachte, habe ich hier unten nicht noch eine Anlegestelle irgendwo? Das weiß ich doch nicht, ja, aber Mensch. Anscheinend nicht. Okay. Ach ja, und was ich auch noch nicht auf dem Schirm hatte, was mir jetzt irgendwie letztens aufgefallen ist, man kann Anlegestellen auch ausbauen. Dafür, dann verladen die schneller und alles. Aber dafür braucht man eine Erforschung aus dem Forschungsinstitut. Mhm. Aber eigentlich ist das ganz cool, weil wenn man viele Routen hat, glaube ich, wird das irgendwann schon relevant. So, Captain Morris hat gerade zu Ende gehandelt. Das ist natürlich unschön. Naja, was heißt unschön? Das ist schon okay. Können wir nochmal eine Weltausstellung starten? Das wäre noch interessant. Ja, können wir. Dann starten wir doch nochmal so eine. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Investoren. Okay, Gulasch, Schokolade, Bier und Filz. Wie funktioniert denn das mit den Weltausstellungen? Du musst dann Waren liefern dann. Genau, also du zahlst erstmal ein und dann musst du sicherstellen, dass die Versorgung gedeckt ist. Und wenn die Versorgung gedeckt ist, kriegst du hinterher, wenn du gut gescored hast sozusagen, kriegst du am Ende Items. Items, genau. So. Wir wollen auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Ich bin doch dabei, Schätzelein. Wir wollen auf jeden Fall hier Hochräder wegtauschen. So, und dafür wollen wir jetzt importieren. Also Filz haben wir ja jetzt. Gulasch brauchen wir auf jeden Fall. Das kommen wir ja ansonsten vor allem jetzt auch drumrum. Gulasch. Rums. Was wolltest du noch haben? Gulasch, Schokolade, Bier. Bier sollten wir ja eh haben, oder? Ja, Bier haben wir eh, Gulasch haben wir eh. Das heißt, das einzig Problematische ist eigentlich Filz. Ich kann mir sowas auch nicht merken, ne? Was wollt ihr noch haben? Schokolade haben wir auch eh, ist okay. Okay, wir tauschen gerade Nähmaschinen zu viele weg. Das ist ein Problem. Können wir aber sicherlich beheben, dadurch, dass wir einfach nochmal mehr davon bauen. Okay, wir haben ein Kautschukproblem, deswegen kriegen wir auch nicht genug Hochräder. Dann müssen wir gucken, dass wir Kautschuk noch mehr importieren. Das ist eminent wichtig. Und dann importieren wir das doch hier oben ganz prominent dagegen. So, und Schokolade müssen wir auf jeden Fall auch importieren.
Goldbarren brauchen wir, glaube ich, gerade gar nicht. Das ist völlig okay. So, unsere eine große Route, wo wir so mega viel... Die habe ich doch gelöscht. Okay, wo wir so mega viel Baumaterial hin und her räumen, machen wir mal so. Das reicht eigentlich. Eigentlich reicht das sogar so jetzt, weil wir haben ja ehrlicherweise hier jetzt eine eigene Holzversorgung laufen. Speaking of eigene Holzversorgung, wir können hier auf jeden Fall auch nochmal ein paar Depots ausbauen. Hast du hier wieder das Problem, dass du das nicht vernünftig handeln kannst, oder was? Das müssen wir gleich wieder rückgängig machen, sobald wir gefixt haben, was hier das Problem ist, weil das ist echt super unhilfreich. So. Hier unten werden wir gleich nochmal einen Marktplatz brauchen. Bauen wir den schon mal hier unten hin. Zack. Und was wollte ich noch bauen? Achso, Depots wollte ich bauen, genau. So. Wurst brauchen wir hier unten jetzt noch. Das müssen wir aber auf jeden Fall anderweitig irgendwie lösen. Wurst holen wir uns dann hier von der Insel runter, das heißt, wir holen uns nochmal einen Schoner und schippern von hier nach da 50 Wurst und 50 Seife rüber. Ja, Kautschuk ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Weil, da müssen wir jetzt warten, bis Captain Morris da war. Bis dahin kommt halt hier nichts rein. Habe ich jetzt aber eingestellt, dass Kautschuk gleich gehandelt wird, ne? Ja. Können wir sogar noch ein bisschen prominenter tauschen, glaube ich, dass wir noch mehr Kautschuk reinkriegen. Hier wird ordentlich Messing reingehandelt. Das ist gut. Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen wenig. Konkurrenten wird belagert. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Und Hochräder tauschen wir dann gegen Schokolade weg. Klingt doch gut. Schokolade haben wir auf jeden Fall auch noch ordentlich. Das ist gut. Jetzt können wir einmal kurz gucken, aber die Weltausstellung sollte soweit jetzt eigentlich auch passen. Ja, Filz ist halt das Problem, aber... Ich habe meinen Palast jetzt zumindest mal irgendwie in der Wartezeit jetzt auf meine neuen Zeppeliner ein bisschen aufgehübscht. Sehr gut. Ja, ein paar Zeppeline bauen sollte ich eigentlich auch mal. Wo hast du den Palast denn stehen? Ach, da oben. Ja, sehr gut. Und du hast da vor allem noch massig Ornamente reingeklatscht. Sehr hübsch. Ja, ich glaube, du hast wirklich die etwas größere Startinsel bekommen. Also, bin nicht ganz sicher, aber... Wir lieben sie. Nee, das kann schon sein. Okay, wir brauchen auf jeden Fall hier unten noch ein bisschen mehr Postfläche, glaube ich. Jetzt muss ich mal kurz rechnen. Also, Bierproduktion. Ich habe zwei Stück. Die sind aber hier verstromt, das heißt, ich habe eigentlich vier Stück. Ich brauche jeweils zwei. Die Letten berichten, dass ihr eine Bahnrechnerdeckung gemacht habt. Ja, das ist ja traumhaft. Bretter. Warum werden hier Bretter komplett weggehandelt? Warte mal kurz. Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Alles gut. 45 Sekunden. Moment.
Wie kriege ich hier Bretter runter? Bin ich jetzt komplett grenzdebil? Das wird schon etwa hinkommen. Hier werden keine Bretter gehandelt. Habe ich da immer nur Bretter runtergehandelt, wenn ich sie gerade gebraucht habe? Warum das denn? Das kann ich dir jetzt auch nicht verraten. Kleinen Zeppelin, das hat seine Richtigkeit. So. Schaut das jetzt hier gerade aus. Wir haben Zink, wir haben Kupfer, wir haben Messing. Wir können noch mehr Messingproduktion hier unten hinstellen, was ja an sich super ist. Messing, habe ich gesagt. Bellt hier. Okay, so, jetzt sollte das hier soweit auch einigermaßen laufen. Jetzt können wir nochmal schauen, können wir hier vielleicht noch ein wenig in der Stadt aufsteigen. Wir haben immer noch das Konservenproblem, was ich nicht gelöst habe. Das ist vollkommen richtig und vollkommen ungünstig natürlich. Dafür haben wir hier eine Konservenfabrik. Wir haben Schweine, haben wir mehr als genug. Dann bauen wir einfach nochmal eine Konservenfabrik hier dazu. Ist doch vollkommen egal. Dafür haben wir ja extra das Item uns geholt, nicht? Eben. Machen wir das so. Rums. Rums. Wenn ich euch hier ein Stück drehe. Jetzt kann ich euch hier lang bauen. Kriege ich dann hier noch mehr hin? Da kriege ich auf jeden Fall noch eine hin. Sehr gut. Natürlich ein bisschen schade, dass wir hier unten keinen Strom kriegen, aber naja, irgendwas ist ja immer. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch das Problem hier an der Stelle. Fensterfabrik, sollen wir einfach nochmal eine Fensterfabrik bauen? Wie sieht es denn gerade aus? Glas nimmt rapide zu, Holz bleibt stabil. Ja, dann bauen wir auf jeden Fall nochmal eine Fensterproduktion hier hin. Vor allem, weil das hier profitiert und halt auch wieder noch zusätzlich Zeug abwirft, das ist super. Weißt du, was ich lustig fände und was ich schade finde, was nicht im Spiel ist? Was denn? Dass du nicht gewissermaßen also einen Malus kriegst, weil deine reichen Leute sich darüber abfacken, dass sie mit armen Leuten zusammenwohnen müssen. Also wenn, was weiß ich, irgendwie neben der Hütte von einem Investor halt irgendwie die Hütte von einem Bauern ist, dass denen das nervt. Mhm. Verstehe, was genau. Du meinst, ja. Das finde ich irgendwie noch realistisch und also irgendwie lustig. Ja, es macht halt keinen Unterschied, wo du deine Stadt baust, zu sagen gerade, ne? Also. Ja, genau, du kannst halt im Prinzip deine Fabriken direkt neben deine Häuser knallen, das ist scheißegal, die Umweltverschmutzung zählt ja sowieso global für die Insel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja, das stimmt schon. Das könnte man noch eigentlich machen. Das wäre eigentlich ganz lustig. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. So, hier räumen wir gerade auch mal ein bisschen auf. So, gucken. Dich können wir eigentlich dann auch noch ein Stück weiter da reinschieben. Dann machen wir das auch.
So, einmal hier Hochräder rein, rums, rums, rums. Und Nähmaschinen dann auch. Es mangelt an Arbeitsplatz. Vollkommen richtig. So. Bauen wir hier nochmal Hochräder rein einmal. Schließen das hier noch an. Mir fehlt noch. Sie waren in der Politik, richtig? So, und jetzt muss ich im Prinzip nur noch darauf warten, dass sich das hier alles wieder irgendwie ein bisschen einpendelt. Kein Lagerhaus in Reichweite, das ist natürlich belastend. Oh Gott, ihr könnt jetzt auch krank werden. Ist das euer Ernst? Was? Wo habe ich Aufstände? Unsere neuen Insel? Nein. Hä? Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. So, hier können wir auf jeden Fall schon mal aufsteigen. Das ist sehr gut. Jetzt können wir hier auch die... Also Kohle, Kohle, Eisen, das läuft alles soweit, das ist doch schön. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus. Wir können auch nochmal Wohnhäuser bauen. Ja, es kommt doch alles wieder einigermaßen hier in Fahrt. Ist doch schön. Gut, dann geht die Kautschukproduktion endlich auch mal wieder los. Ja, Kautschuk tausche ich mir gerade ehrlicherweise nur ein. So, jetzt habe ich natürlich so viel Ziegel weggetauscht, dass ich hier gleich nicht genug Filz bekomme. Das heißt, wir machen hier unten mal gerade noch einen Tausch gegen Filz fertig. Hört mal auf, Aufzüge zu bauen. Ich brauche hier ein bisschen mehr Dampfmaschinen. Okay, da brauchen wir noch mehr Import- und Exportverträge. Ach komm, tauschen wir mal hier oben einfach ein bisschen rein. Ist doch gut. Ja, und ich hatte jetzt hier bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Ich erinnere mich dunkel, genau. Und zwar hatte ich jetzt hier die Möglichkeit, eine fortschrittliche Kaffeerösterei zu bauen, genau. Keine Busverbindung zum Touristenhafen. Ungünstig, aber warum überhaupt, ist die Frage. Weil eigentlich... Ach so. Machen wir das so. Machen das hier weg. Können dich hier noch reinsetzen.
Bist du jetzt wieder angeschlossen? Ja, perfekt. Sehr gut. Gut. Ah, wir haben viel geschafft in dem Part. Wir haben eine Insel übernommen. Wir haben hier sogar angefangen, eine kleine Insel aufzubauen. Eine kleine nächste Insel. Das ist alles sehr schön. Ja, ich habe so gar nichts geschafft. Also ich habe hauptsächlich versucht, irgendwie die wirtschaftlichen Schäden, die mir Hugo Bessier zugefügt hat, durch das Versenken meiner Handelsflotte eben halt wieder auszugleichen. Aber naja, ja, muss das auch mal sein, I guess. Das habe ich natürlich auch getan oder versucht. Ist auch gar nicht so einfach. Apropos, wir könnten eigentlich noch mal ein paar Kriegsschiffe bauen. Wir werden sie brauchen, das haben wir ja bereits festgestellt. Okay, und jetzt können wir noch mal haufenweise Ingenieure... Ja, wobei, wir haben jetzt gerade einen Handel anstehen. Dann machen wir das nicht. Ja, ich würde aber sagen, wir haben jetzt trotzdem hier den Part schon wieder gut überzogen, was die Stunde angeht, die wir uns irgendwann mal gesetzt haben. Ist ja auch okay. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Anno 1800. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Genau richtig, mach's gut und wiedersehen. Jo, bis dahin. Ach ja, nein, Friedensvertrag. Ja, von mir aus können wir den jetzt annehmen, oder? Ja, wenn er dich fragt, dann... Okay, ja, so. Gut, so, bis zum nächsten Mal. Ja, mein Gott, die ganzen NPCs, die hier irgendwie... Ja, jetzt noch Zeitungen, von mir aus auch das. Ach komm, hier Geld, Verbrauch, alles, zack, veröffentlichen, fertig. So, jetzt aber... Vielen Dank euch fürs Einschalten. Man hört sich in zukünftigen Videos. Macht's gut, auf Wiedersehen.